So, einen wunderschönen guten Abend. Die Aufzeichnung startet gerade. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zum heutigen Infoabend hier am ZFN zur Heilpraktikerausbildung. Mein Name ist Marit Westphal. Ich werde Sie heute in dieser kleinen feinen Runde durch den Infoabend begleiten, Ihnen unsere Ausbildung vorstellen, auch das ZFN ein bisschen vorstellen, Ihnen einige Infos zur Amtsarztprüfung geben, auch falls Sie dort sich noch nicht eingelesen haben in die Thematik. Und natürlich auch sehr gern für Ihre Fragen da sein. Wenn Sie welche haben, Sie können die gern auch dann direkt stellen hier im Infoabend. Ich leite den Fachbereich Heilpraktiker hier am ZFN, bin seit 2020 hier. Direkt im Zuge der Corona-Pandemie sozusagen angefangen und habe auch den Digitalisierungsschub hier gleich mitgemacht, den wir am ZFN dann eingeleitet haben. So, wir gucken uns erstmal ein bisschen das ZFN und die Amtsarztprüfung an, ein paar Infos zum Heilpraktikerberuf und dann geht es natürlich an unsere Ausbildung, zum einen an die regulären Ausbildung. Was meine ich damit? Das sind die Ausbildungen, die gut geeignet sind für medizinische Quereinsteiger, also für Teilnehmer, die noch über keine medizinischen Vorkenntnisse verfügen und ganz neu in den Beruf starten. Da fangen wir wirklich ganz langsam an. Also nochmal bei den Grundlagen Zelle und Genetik. Da wird Ihnen einiges vielleicht bekannt vorkommen, noch aus Ihrem Biologieunterricht an der Schule und fangen auch so ein bisschen mit der medizinischen Fachterminologie an, dass sie da die Scheu verlieren und eine gewisse Sicherheit auch erlangen. So, zum anderen haben wir die Ausbildungen, die verkürzt sind oder etwas intensiver für unsere Teilnehmer, die bereits über fundierte medizinische Vorbildung verfügen, beispielsweise einen medizinischen Beruf haben, schon Physiotherapeuten sind oder auf dem Weg zum Osteopathen, zur Osteopathin, aber auch Apotheker und Zahnärzte und Krankenpfleger sind hier genauso willkommen. Und das sind Ausbildungen, da fangen wir nicht mehr wirklich bei den Grundlagen an. Also nicht mehr bei Anatomie und Physiologie aller Organsysteme. Das würden wir voraussetzen, sondern wir starten direkt dann in die Erkrankungslehre. Genau. So, ich gehe mal weiter. Ein paar ganz kurze Sätze zum ZFN, zum Zentrum für Naturheilkunde, falls Sie uns noch nicht kennengelernt haben. Uns gibt es schon seit 1988 am Markt. Dem Vernehmen nach hat unser Gründer, der Reinhold Thoma, im Wohnzimmer angefangen, praktisch Mitschüler auf die Heilpraktikerprüfung vorzubereiten und war dabei so erfolgreich und die Sache hat sich so gut entwickelt und ist gewachsen, dass daraus das ZFN entstanden ist. Und daran sehen Sie eben auch, dass Heilpraktikerausbildung beziehungsweise auch die Prüfungsvorbereitung auf die Amtsarztprüfung wirklich zu unseren absoluten Kernkompetenzen hier gehört am ZFN. Also wir machen das schon sehr lange. Unsere Dozenten haben da wirklich sehr, sehr viel Erfahrung mit. Ja, und wir hatten schon das Vergnügen, also eine Vielzahl an Teilnehmern durch unsere Ausbildung und auch durch die naturheilkundlichen Fortbildungen natürlich begleiten zu dürfen. Dann sind insgesamt so um die 25 Mitarbeiter. Sehr viele Dozenten. In der Heilpraktikerausbildung werden Sie so auf ungefähr 14 bis 15 Dozenten treffen. Also Sie haben nicht immer Unterricht beim gleichen Dozenten, sondern die rollieren auch so ein bisschen durch, je nachdem, was das Steckenpferd des einzelnen Dozenten ist. Und das ist für Sie auch ganz gut, weil Sie einfach eine gewisse Abwechslung auch im Unterricht haben, ja, unterschiedliche Unterrichtsstile kennenlernen. Und genau, dass Ihnen nicht langweilig wird. So, der große Vorteil des ZFN ist auch, dass wir Ihnen ein sehr, sehr breites Angebot an Fortbildungen aus unterschiedlichsten Fachbereichen anbieten können. Also für diejenigen, die sich beispielsweise für Psychologie auch erwärmen, haben wir ein breites Angebot.
Die Naturheilkunde selbstverständlich mit TCM, auch mit der Homöopathie an Bord. Ernährung ein ganz großes Thema, die manuellen Therapien und selbstverständlich die Osteopathie Akademie München, die auch zum Zentrum für Naturheilkunde gehört und Ihnen hier die berufsbegleitende Osteopathie-Ausbildung sehr fundiert anbieten kann. Genau, wir liegen ganz zentral am Münchner Hauptbahnhof, so 2 Minuten nur entfernt. Das ist vielleicht ganz interessant für diejenigen, die eine Ausbildung mit Präsenzunterricht in Erwägung ziehen. Dazu sage ich nachher noch etwas, also dass Sie es nicht weit haben, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln uns zu erreichen, sofern die pünktlich und regelmäßig kommen, was ja nicht immer der Fall ist. So, hier haben Sie mal einen kleinen Einblick in unsere Räumlichkeiten. Genau hier unten sehen Sie das ZFN Bistro, was jetzt wieder eröffnet hat, Donnerstag bis Sonntag, wo Sie auch gut Ihre Pausen mit Ihren Mitschülern und Ihren Dozenten verbringen können. So, zum Heilpraktikerberuf an sich. Wer von Ihnen war denn schon mal beim Heilpraktiker? Wollen Sie mal Ihre Hand heben? Sie können auf Ihren Namen klicken und können sich melden. Ah ja, hier habe ich. Genau. Ja, sehr schön. Genau, also ich sehe etwa, Sie entsprechen so etwa dem bundesdeutschen Durchschnitt hier im Webinar. Also über 50% waren schon mal beim Heilpraktiker. Der BDH, der Bundesverband, hat 2017 mal eine Erhebung gemacht. Entschuldigung. So, jetzt denke ich mal Ihre Hände. Das heißt, die Zahlen sind schon etwas älter, wie gesagt, von 2017. Und aktuellere gibt es gerade auch nicht. Hat herausgefunden, dass ca. 60.000 Beschäftigte in Heilpraktikerpraxen arbeiten und geht davon aus, dass davon ca. 47.000 praktizierende Heilpraktiker sind mit mehr als 1 Milliarde Umsatz. Also das wird jetzt natürlich weiter gestiegen sein, nicht nur durch die Inflation, sondern auch durch andere Umstände. Und die meisten der Heilpraktiker arbeiten natürlich freiberuflich. Gibt auch einige Angestellte, aber insgesamt ist es natürlich ein Beruf, der auf Freiberuflichkeit hinzielt. Genau, jeder zweite Deutsche laut einer anderen Umfrage hat schon mal ein Naturheilverfahren ausprobiert und sogar 13% der Bundesbürger verlassen sich regelmäßig auf naturheilkundliche Verfahren. Der Heilpraktikerberuf ist ein sehr schöner und ein sehr abwechslungsreicher Beruf, schon allein natürlich auch aufgrund der Dozenten, sage ich jetzt schon, der Patienten, die natürlich zu Ihnen kommen, weil sie ein großes Interesse haben an ganzheitlicher Medizin. Und das Schöne an dem Patienten ist auch, dass sie engagierte Patienten sind, also motiviert sozusagen zu ihrem eigenen gesundheitlichen Erfolg auch beizutragen, worüber sich ja manche Ärzte immer ein bisschen beschweren bei ihren Patienten, dass das nicht der Fall ist. Genau. Es ist ein abwechslungsreicher Beruf, ein spannender Beruf, der auch wirklich einen lebenslangen Lernprozess voraussetzt. Aber es ist auch ein Beruf, in dem Sie Verantwortung tragen. Und da Sie also neben dem Arzt in Deutschland der einzige Berufsstand sind, der die Heilkunde ausüben darf. Ja, das ist auch was speziell Deutsches. Also den Heilpraktiker so in dieser Form gibt es nur in Deutschland. Ja. Und wie gesagt, Sie dürfen die Heilkunde ausüben.
Was ist das im Sinne des Heilpraktikergesetzes, was für Sie unheimlich wichtig werden wird? Ist die Ausübung der Heilkunde im Sinne dieses Gesetzes, ist jede berufs- oder gewerbsmäßig vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden bei Menschen? Also bei Menschen, nicht bei Tieren. Und Sie lesen es hier schon, Tätigkeit zur Feststellung von Krankheiten. Also das bedeutet auch in dem Moment, wo Sie mit einem Patienten schon in ein Anamnesegespräch einsteigen, also sich nach seinem Befinden erkundigen, seine Symptome abklopfen, den Grund, warum er eigentlich zu Ihnen gekommen ist, beginnen Sie schon mit der Heilkunde. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen. Also es fängt nicht erst da an, wo ein Naturheilverfahren dann eingesetzt wird oder wo Sie dann anfangen zu therapieren, sondern dem geht wirklich die Befunderhebung voraus, also auch das Anamnesegespräch und die Diagnosestellung. Und dort sind Sie schon im Gebiet der Heilkunde tätig. Das ist für Sie ganz wichtig zu wissen. Und die Ausübung der Heilkunde laut Gesetz bedarf der Erlaubnis. So, und hier sind wir auch schon angekommen beim Dreh- und Angelpunkt des heutigen Abends. Die Ausübung der Heilkunde, wie gesagt, ist erlaubnispflichtig, da sie wirklich viel Verantwortung tragen. Und diese Erlaubnis wird Ihnen erteilt, nachdem Sie die amtsärztliche Überprüfung bestanden haben beim zuständigen Gesundheitsamt. So, die schauen wir uns mal an, diese sogenannte Heilpraktikerprüfung. Hier ist es wichtig für Sie zu wissen, dass Ihre schulmedizinischen Kenntnisse oder Ihre, sagen wir, klassisch-medizinischen Kenntnisse abgeklopft werden. Und die Amtsärzte sowohl in der schriftlichen als auch in der mündlichen Prüfung sich nicht für ihre naturheilkundlichen Fähigkeiten interessieren. Also auch das kann am Rande mal eine Rolle spielen, aber die Amtsärzte sind natürlich in der Form gar nicht mit der Kompetenz ausgestattet, um ihre naturheilkundlichen Fähigkeiten beurteilen zu können. Das sind also Dinge, die nicht geprüft werden, also Dinge wie Akupunkturpunkte oder so etwas in der Art oder ob Sie das richtige Präparat jetzt verordnen würden, sondern wie gesagt, überprüft werden Ihre schulmedizinischen Kenntnisse. Zum einen in einer schriftlichen Prüfung, das sind 60 Multiple-Choice-Fragen, von denen Sie 45 richtig haben müssen. Also es geht nicht um die 1 plus oder 2 mit Sternchen, sondern es geht darum, diese schriftliche Prüfung zu bestehen. Ja, auch möglichst stressfrei zu bestehen. Also nicht nur mit 45 Punkten. Genau, und wenn Sie diese Überprüfung, die schriftliche, bestanden haben, werden Sie zugelassen zur mündlich-praktischen Überprüfung. Dann beim zuständigen Gesundheitsamt. Die mündlich-praktische Prüfung findet statt, in der Regel vor einem Gremium von 3 Leuten, einem Amtsarzt oder einer Amtsärztin und 2 Beisitzern, die sie dann prüfen in einem Gespräch. Das können praktische Dinge sein, das können aber auch, das kann ein Patientenfall sein. Ja, also so eine Prüfung kann ganz unterschiedlich aussehen. Genau. Und Sie haben im Jahr zweimal die Möglichkeit, zur Prüfung anzutreten. Die findet also zweimal im Jahr statt, einmal im März und einmal im Oktober. Und unsere Ausbildungen sind so getimt mit Anfang und Ende, dass Sie auf dem Höhepunkt Ihres Prüfungsvorbereitungssemesters sozusagen in die Amtsarztprüfung idealerweise rutschen und damit sich der Spannungsbogen, den Sie zum Schluss aufbauen, auch für Sie wirklich lohnt.
Genau. So, zuständig für Sie ist in der Regel das Gesundheitsamt an Ihrem Wohnort, es sei denn, Sie sind schon niedergelassen, beispielsweise mit einer Physiotherapeutenpraxis, oder Sie beabsichtigen sehr fest, sich niederzulassen an einem anderen Ort und können schon irgendwie einen Mietvertrag oder sowas vorweisen, dann können Sie dort auch die Prüfung ablegen. So. Die Voraussetzungen für die Amtsarztprüfung sind mindestens ein Hauptschulabschluss und das vollendete 25. Lebensjahr. Also Sie sehen, da spielt der Reifeaspekt ein bisschen mit rein. Und das Gesetz ist auch schon etwas in die Jahre gekommen, dass das noch nicht überarbeitet wurde. Aber wie gesagt, 25 müssen Sie sein zum Zeitpunkt der Prüfung. Die Ausbildung kann natürlich auch schon vorher begonnen werden. Weiterhin ist erforderlich ein ärztliches Attest zum Zeitpunkt der Prüfungsanmeldung, nicht älter als 3 Monate. Ihr Arzt soll Ihnen bescheinigen, dass Sie für die Ausübung des Heilpraktikerberufes geeignet sind, sowohl in physischer Hinsicht als auch in psychischer Hinsicht. Also beispielsweise auch, dass keine schweren Suchterkrankungen oder so etwas in der Art vorliegt. Und weiterhin erforderlich ist ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis, also keine anhängigen Strafverfahren zu dem Zeitpunkt Ihrer Heilpraktikerprüfung. Ja, also die meisten Gesundheitsämter fordern noch andere Dinge an, also den Lebenslauf, einen tabellarischen und auch entweder die Kopie vom Personalausweis oder einige wollen auch eine Kopie der Geburtsurkunde. Genau. Also da können Sie eventuell sich sogar schon auf der Website Ihres zuständigen Landratsamtes schon mal anschauen im Gesundheitsreferat, was die noch so für Anforderungen stellen, nur um sich mal zu informieren. Hat jemand Fragen dazu zur Amtsarztprüfung? Ich warte noch, bis Michaela zu Ende getippt aus hat. Genau, sie schreibt, wie sieht denn die Prüfung aus, wenn ich aus Österreich komme? Genau, das ist eine sehr beliebte Frage, Michaela. Es ist so, dass Sie dann idealerweise die Prüfung an einem grenznahen Prüfungsort ablegen. Ja, Sie können die Prüfung ohne weiteres machen. Hier in Deutschland, also auch andere EU-Bürger können die Heilpraktikerprüfung ablegen. Ja, das spielt erstmal keine Rolle. Sie müssen natürlich in Ihrem jeweiligen Heimatland dann die entsprechenden Unterlagen anfordern. Aber beim Führungszeugnis beispielsweise ist es ja auch so, dass es von Behörde zu Behörde geschickt wird. Also Sie bekommen es in aller Regel gar nicht zu Gesicht. Und es ist eigentlich, also es ist kein Problem. Wir haben wirklich immer wieder Schüler, die in Österreich leben, auch österreichische Staatsbürger sind und hier die Prüfung ablegen. Ja, da können wir auch gerne nochmal bei einem individuellen Beratungsgespräch drüber sprechen und mal schauen, was für Sie vielleicht auch ein günstiger Prüfungsort wäre. Genau, die Astrid fragt, wie die praktische Prüfung abläuft. Das kommt drauf an. Also es kann möglich sein, dass Sie in der praktisch-mündlichen Prüfung beispielsweise eine Injektionstechnik simulieren sollen oder eine Blutabnahme, natürlich nicht direkt am Arm des Amtsarztes, aber eben an der Puppe und mit diesen ganzen Vorbereitungen, Spritzentablett und so weiter und so fort. Also jetzt fange ich gleich mit den schlimmen Dingen an, aber es kann auch eine bestimmte Untersuchungstechnik sein oder so. Ja, also in der Regel sind die Prüfungen, die mündlichen, also wirklich eine Mischung aus mündlich
Und praktisch, jetzt rein praktisch, kommt eigentlich so gut wie nie vor. Was wird noch abgeklopft? Also in der schriftlichen und mündlichen Prüfung ist auch ein wichtiges Thema, ob Sie als Antragsteller, als Prüfling Ihre Grenzen kennen. Also ob Sie vertraut sind mit den Gesetzen, die Sie einschränken als Heilpraktiker, beispielsweise das Heilpraktikergesetz, aber auch ein ganz anderes wichtiges Gesetz kommt da zum Tragen, was durch Corona ja auch Berühmtheit erlangt hat in weiten Bevölkerungskreisen. Und das ist das Infektionsschutzgesetz. Das ist für uns als Heilpraktiker ganz, ganz wichtig, weil es uns einschränkt, weil wir gewisse Infektionskrankheiten einfach nicht behandeln dürfen, einige auch wirklich gleich melden müssen bei Verdacht. Ja, also das ist ein Thema, was überprüft wird in der Heilpraktikerprüfung. Wichtig sind aber auch wirklich fundierte Kenntnisse zur Anatomie, Physiologie aller Organsysteme, also von Bewegungsapparat über Herz-Kreislauf-System bis hin zum Hormonsystem und zur Funktionsweise dieser Organsysteme. Und dann ganz wichtig natürlich die Erkrankungslehre. Das bedeutet für Sie, Sie müssen vertraut sein mit gängigen Krankheitsbildern, vor allem auch mit denen, die in der Bevölkerung wirklich weit verbreitet sind, also mit den sogenannten Volkskrankheiten, von denen Sie alle schon gehört haben, von Diabetes mellitus auch bis Arteriosklerose, aber auch solche Dinge wie Niereninsuffizienz und Lebererkrankungen kommen da zum Tragen. Ein ganz wichtiger Punkt sind auch bösartige Erkrankungsbilder, also wenn es dann so Richtung Krebs geht, was auch für Sie immens wichtig ist in der Prüfung, aber auch in der Praxis, ist, dass Sie in der Lage sind, einen Notfall zu erkennen. Und das überprüft das Gesundheitsamt auch insbesondere, ob Sie in der Lage sind, die Situation in Ihrer Praxis später so einzuschätzen, wenn sich ein Notfall anbahnt. Es bricht Ihnen ja nicht jeder gleich in der Praxis zusammen, da auch entsprechend darauf zu reagieren, das auch entsprechend zu diagnostizieren und dann die geeigneten Maßnahmen auch zu leisten. Ja, das ist ganz wichtig in der Prüfung. Themen sind auch also Kenntnisse der gängigen Untersuchungsmethoden, Techniken, die dem Heilpraktiker zugänglich sind in seinem Beruf. Also wir dürfen natürlich nicht Röntgen oder ähnliches, aber natürlich haben wir auch Möglichkeiten, den Patienten zu untersuchen, beispielsweise auch neurologische Tests durchzuführen oder ihn zu auskultieren. Also das, was man unter Abhören versteht, das alles können wir machen. Ja, und dort sind Kenntnisse erforderlich. Und was das Gesundheitsamt oder die Amtsärzte eben auch gerne sehen wollen und was für Sie in der Praxis später auch immens wichtig ist, ist, dass Sie wirklich differenzialdiagnostisch gut arbeiten können. Genau. So. Wir stecken auch aktuell gerade in den Prüfungen. Also vor wenigen Wochen war wieder die Oktoberprüfung und so unsere Schüler, also der derzeitige Jahrgang, ist jetzt in den mündlichen Prüfungen. Es sieht gut aus bisher, also wir sind hochzufrieden. Und dieser praktische Teil, um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, Astrid, ist ein bisschen vernachlässigt worden in den Corona-Jahren, weil man da, hoppla, jetzt habe ich sie aus Versehen weggeschaltet, weil man da natürlich auf Abstand und auf entsprechende Hygienemaßnahmen geachtet hat, auch bei den Prüfungen. Aber wir merken jetzt an den Prüfungsprotokollen, also es kommt zurück, ja, aber nicht bei jedem Gesundheitsamt. So. Genau, gehen wir mal weiter. Also,
Wie ich schon sagte, ist der Dreh- und Angelpunkt Ihrer Heilpraktikerkarriere wirklich diese Heilerlaubnis, die die amtsärztliche Überprüfung eben voraussetzt. Und wir drehen uns heute Abend hier um diesen Teil der Heilpraktikerausbildung, um die praktisch Ihre medizinische Grundausbildung, Ihr medizinisches Fundament, Ihre Basis, von der aus Sie sich weiter fortbewegen können in Ihre naturheilkundliche Reife. Entschuldigung. Genau. Denn solange Sie die Heilerlaubnis nicht haben, ist der ausschlaggebende Punkt, dass Sie nicht praktizieren dürfen. Ja, also egal, was Sie sich bereits aneignen, also ob TCM, also traditionelle chinesische Medizin oder Phytotherapie. Sie dürfen diese Verfahren nicht zur Anwendung bringen, wenn Sie die Heilerlaubnis noch nicht haben. Deshalb schauen wir uns heute Abend wirklich die medizinische Grundausbildung an, hier am ZFN, die Heilpraktikerausbildung. Mir ist das jetzt ganz wichtig, diesen Punkt nochmal zu betonen, denn Sie werden vielleicht in die Situation kommen, dass Sie unterschiedliche Schulen miteinander vergleichen. Ja, und die haben alle unterschiedliche Ausbildungskonzepte. Und wichtig für Sie zu wissen ist, dass am ZFN die naturheilkundlichen Verfahren nicht in die Ausbildung integriert sind. Ja, die sind extra, das ist hier ein bisschen durch diese Balken signalisiert. Verzeihung. Und ich möchte Ihnen auch erläutern, warum wir das so machen. Die meisten unserer Schüler sind berufstätig oder sehr involviert und engagiert in familiären Zusammenhängen, sind also begrenzt mit ihren zeitlichen Ressourcen und auch mit ihren energetischen. Und viele sind schon allein durch die Heilpraktiker-Ausbildung sehr in Anspruch genommen und überlegen sich eben, wie sie die naturheilkundlichen Verfahren oder beispielsweise eine Vertiefung wie die Osteopathie eben angliedern an ihre Heilpraktika-Ausbildung. Also ich rate den Schülern immer, dass sie wenigstens so bis zur Mitte des ersten Semesters warten, um für sich ein bisschen einschätzen zu können, wie groß der Aufwand sein wird, der Lernaufwand, der Nachbereitungsaufwand in der Heilpraktika-Ausbildung. Ja, dann kann man sich immer noch überlegen, okay, macht man jetzt schon eine Therapiemethode, Naturheilkundeverfahren oder etwas Psychotherapeutisches beispielsweise parallel zur Heilpraktikerausbildung oder fängt man erst damit an, nachdem man tatsächlich auch die Heilerlaubnis erworben hat, ja, und der Druck ein bisschen nachlässt und einem etwas von den Schultern genommen ist. Und dann widmet man sich sozusagen den wahren Leidenschaften, wenn ich das mal so sagen darf. Also die Möglichkeit besteht, das entweder parallel direkt zur Heilpraktikerausbildung zu machen oder eben dann natürlich nach Erwerb der Heilerlaubnis. Genau. In dem Zusammenhang möchte ich bloß kurz sagen, dass Sie, wenn Sie hier die Ausbildung machen am ZFN, den ZFN-Schülerstatus erwerben, der auch nach Ablauf Ihrer Ausbildung noch 2 Jahre mindestens gültig ist und mit dem Sie einen kleinen Preisvorteil bekommen auf naturheilkundliche Fortbildungen beispielsweise oder auch auf die Osteopathie, also was Sie sich entscheiden. Genau, da gibt es einen kleinen Rabatt als Anerkennung, dass Sie uns treu bleiben, aber Sie sind nicht an uns gebunden. Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Ja. Genau. Der andere Punkt, der damit im Zusammenhang steht, ist, dass die Interessen unserer Teilnehmer so unterschiedlich sind. Ja, also wie gesagt, der eine fokussiert vielleicht mehr auf psychotherapeutische Methoden. Der nächste sagt, er möchte Phytotherapie und Homöopathie machen. Die nächste Schülerin lieber traditionelle chinesische Medizin. Und dann haben wir auch etliche
die wirklich lieber Osteopathie, sich auf Osteopathie spezialisieren wollen. Und wir wollen all diesen Teilnehmern nicht so einen oberflächlichen Rundumkasten der Naturheilkunde anbieten. Also wenn sie sich dann für etwas entscheiden, dann soll es auch wirklich fundiert sein und sie soll mit dem entsprechenden Expertenwissen auch ausgestattet sein. Und es bringt ihnen nichts, wenn wir dann in der Ausbildung alles mal ankratzen. Ja, und alles mal so ein bisschen machen, ein bisschen schröpfen und ein bisschen Akupunktur und so weiter. Also davon hat niemand was. Genau, das ist dieser Grundpunkt. Und jetzt schauen wir uns mal die Ausbildungen ein bisschen genauer an. Genau, hier sehen Sie, wer Ihre Dozenten sein werden. Also das ist ein Team aus Heilpraktikern und Ärzten. Unsere Heilpraktiker und Dozenten haben meistens auch noch einen anderen medizinischen Vorberuf, aus dem sie sich zum Heilpraktiker entwickelt haben. Also sind Ergotherapeuten im Erstberuf oder Rettungssanitäter, Intensivkrankenschwestern, also querbeet und natürlich Heilpraktiker und einige Ärzte haben wir auch an Bord. Was jetzt für Sie wichtig ist, zu wissen, egal für welche Ausbildungsformen Sie sich interessieren oder später vielleicht entscheiden werden, Sie haben immer die Möglichkeit, den Unterricht auch noch mal als Videoaufzeichnung anzuschauen. Ja, also auch bei unseren Präsenz-Hybrid-Ausbildungen wird der Unterricht aufgezeichnet, außer jetzt wirklich bei sehr intensiven praktischen Geschichten, also beispielsweise den Injektionstechniken. Das ist einfach eine Sache, die man online nicht optimal vermitteln kann. Ja, und da geht es wirklich auch eher ums Tun, als ums Video schauen. Aber ansonsten haben Sie immer die Möglichkeit, die Unterrichte auch nochmal nachzuschauen in unserem ZFN-Portal, in dem Sie sich ja jetzt aktuell schon befinden. Wir haben als Unterrichtsform zum einen Hybridausbildungen. Das betrifft jetzt die regulären Ausbildungen, also die für unsere medizinischen Neueinsteiger. Das waren ursprünglich die Präsenzausbildungen, in denen wir jetzt Ihnen auch die Online-Teilnahme ermöglichen, um einfach eine erhöhte Flexibilität auch sicherzustellen. Das Leben hat sich ja ein bisschen verändert, sowohl die beruflichen Gegebenheiten als auch die familiären. Und so können Sie flexibel entscheiden in diesen sogenannten Hybrid-Ausbildungen, ob Sie in Präsenz oder online am Unterricht teilnehmen, bis jetzt auf die praktischen Unterrichte, also wo es dann wirklich handgreiflich wird und wo Sie Untersuchungstechniken oder so üben mit Ihren Mitschülern. Da sind Sie idealerweise wirklich vor Ort am ZFN. Andere Ausbildungen laufen rein online. Das betrifft auch insbesondere die Meta-P-Ausbildung, das ist die Intensivausbildung für Teilnehmer mit medizinischen Vorkenntnissen. Genau, auch hier wird der Unterricht aufgezeichnet, dass Sie also, falls Ihre Aufmerksamkeitskurve dann am Abend doch abgeflacht ist, dann nochmal nachschauen können. In den Ausbildungen sind immer die Skripte und Fragenkataloge zu den Themenkomplexen mit enthalten. Ja, also das ist tutto completo. Sie bekommen die Skripte in Papierform und sie bekommen sie auch als PDF zum Download, also wenn Sie von unterwegs lernen. Das sind erstmal so zwei grundlegende Punkte, die wichtig sind für unsere Ausbildung. So, jetzt gibt es mal einen ganz groben Überblick, was möglich ist hier am ZFN. Da sehen Sie zum einen hier unsere in der ersten Hälfte des Bildes unsere regulären Ausbildungen, also die Freitags- sowie die Abendausbildung, die beide fünfsemestrig sind, also 2,5 Jahre gehen, inklusive Prüfungsvorbereitung, oder die Tagesausbildung, die etwas häufiger Unterricht hat, dafür nur 4 Semester braucht, also 2 Jahre inklusive Prüfungsvorbereitung.
Ja, die MetaP-Ausbildung ist für unsere Teilnehmer, die bereits einen medizinischen Beruf erlernt haben und wo wirklich schon einfach fundierte Kenntnisse vorliegen, umfasst nur 3 Semester. Das sind 1,5 Jahre. Und wir sparen uns hier insbesondere bei Ihnen dieses ganze erste Semester, also die Anatomie und Physiologie aller Organsysteme. Und dann gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, in die Ausbildung quer einzusteigen ins zweite Semester. So, gehen wir in die Ausbildung konkret rein. Zum einen in die Freitagsausbildung. Das ist eigentlich so eine ganz schöne Variante, finde ich, wenn man beispielsweise berufstätig ist und von seinem Arbeitgeber aber den Freitag vielleicht freikriegt. Die berühmte 4-Tage-Woche kommt hier vielleicht zum Tragen und Sie können sich den Freitag vielleicht freinehmen für Ihre Heilpraktiker-Ausbildung. Dann ist das eine tolle Sache, denn Sie haben diesen Tag praktisch geblockt für Ihre Heilpraktika-Ausbildung. Ich gehe mal kurz hier auf die Modalitäten. Das ist ja jeweils freitags ganztags von 9 bis 16:30 Uhr, ja, wöchentlich. Und wir brauchen da immer noch mal ein oder 2 Samstage oder Sonntage extra pro Semester. Und im fünften Semester ist das Prüfungsvorbereitungssemester etwas mehr. So, ich gehe nochmal zu den Inhalten zurück. Sie sehen, die Freitagsausbildung, die startet zweimal im Jahr, also einmal im April und einmal im Oktober. Hier stehen auch schon die Daten für das Jahr 2024. Und Sie schauen sich im ersten Semester, wie gesagt, Anatomie und Physiologie aller Organsysteme an. Sie haben so ein paar Grundlagenfächer, Zelle, Genetik beispielsweise, um erstmal reinzukommen. Also Sie schauen im ersten Semester eigentlich an, wie der menschliche Organismus im Idealfall funktionieren sollte. Ab dem zweiten Semester geht es dann in die Krankheitslehre, in die klinischen Fächer. Sie schauen sich Untersuchungstechniken an, sie vertiefen den Stoff mit Fragenkatalogen und mündlichen Trainings, fangen schon ein bisschen an, auch mit Fallbesprechungen, gucken sich auch Infektionskrankheiten an, die Gesetzeskunde, auf die ich vorhin schon abgezielt habe, auch die Pharmakologie. Wichtig sind auch Erste Hilfe, Notfallmedizin und die Injektionstechniken. Da waren wir schon. So, und nach dem Ende des vierten Semesters sind Sie theoretisch mit dem Stoff durch und es folgt das Prüfungsvorbereitungssemester, das fünfte Semester, wo alles nochmal wiederholt wird in einer Form mit Prüfungsfragen, wo Ihre Lücken nochmal geschlossen werden, wo Dinge nochmal vertieft werden und vor allem, wo Ihr Wissen verknüpft wird, auch differentialdiagnostisch. Und dort ist auch ein mündliches Prüfungstraining dabei, was Sie auf die Anforderungen Ihres jeweiligen Prüfungsortes vorbereitet. Dort werden unsere Schüler sozusagen geteilt nach Prüfungsorten, insbesondere München, Stadt München, Land. Da sehen die Prüfungen ein bisschen unterschiedlich aus. Genau, das alles ist dabei in dieser Ausbildung. Also es ist ein All-in-One-Konzept. Also Sie haben sowohl die theoretischen Grundlagen als auch das Praktische, was Sie benötigen für die Heilpraktika-Ausbildung, also Untersuchungen, Injektionen und so weiter. Und Sie haben die Prüfungsvorbereitung mit dabei. Ja, die muss man nicht nochmal extra buchen. So, jetzt gucken wir mal die Orga an. Also es sind ungefähr 888 Unterrichtsstunden derzeit. Das ist übrigens mein Tipp, wenn Sie so Ausbildungen jetzt miteinander vergleichen oder so oder Schulen, schauen Sie sich immer ein bisschen an, wie viele Unterrichtsstunden bieten die Ihnen wirklich live. Ja, also nicht als Aufzeichnung oder nicht irgendwie als Videolehrgang, sondern wirklich als Live-Unterricht, wo Sie mit den Dozenten und Ihren Mitschülern auch entsprechend interagieren können.
Wie ich schon sagte, ist freitags ganztags von 9 bis 16:30 Uhr und dann einige Zusatztermine. Und hier sehen Sie schon die Termine fürs Jahr 2024. Aber es ist für ganz kurz Entschlossene auch immer noch möglich, in die Herbstausbildung, die jetzt gestartet ist, am 20. Oktober mit einzusteigen. Die sind jetzt erst beim Herz-Kreislauf-System, genau, da fängt die Klasse diesen Freitag an. Also wer sich noch ganz kurzfristig erwärmen und entscheiden möchte, der kann beispielsweise am Freitag oder am nächsten Freitag genau zum Gasthören einfach kommen und mal hineinschnuppern. Genau, so, jetzt zeige ich mich hier. Daddelt. Genau. Die Freitagsausbildung ist eine dieser wirklich Hybrid-Ausbildungen, also wobei das möglich ist, Präsenz- und Online-Teilnahme. Und wir teilen Ihnen am Anfang des Semesters immer einen Semesterplan aus, aus dem auch hervorgeht, wann eine Präsenzteilnahme für Sie wirklich von Vorteil ist und wünschenswert ist. Und das sind nämlich die praktischen Unterrichte. Ja, genau. Zu den Ferienzeiten gibt es öfter Fragen. Bei der Freitagsausbildung ist es so, dass wir die Ferien ein bisschen anlehnen an die bayerischen Schulferien. Also Sie werden solche Ferien wie Weihnachten, Ostern, Pfingsten frei haben, auch große Teile der Sommerferien, aber wir können Ihnen leider nicht 6 Wochen Sommerferien einräumen, sondern müssen da am Anfang ein bisschen reinziehen mit dem Unterricht, dass wir einfach durchkommen. Ja, genau. So, dann geht es weiter mit der Online-Abendausbildung, die einmal im Jahr startet, nämlich im Frühjahr. Und das ist jetzt im Frühjahr 24, der 16. April. Sie ist im Grunde genommen genauso aufgebaut wie die Freitagsausbildung, also 5 Semester, 2,5 Jahre mit Anatomie, Physiologie, mit der Krankheitslehre und so weiter und auch mit der Prüfungsvorbereitung im letzten Semester. Der Unterschied ist hier, dass Sie zweimal in der Woche abends Unterricht haben von 18 bis 21:15 Uhr, die Live-Webinare. Ja. Und wir müssen natürlich auch die praktischen Unterrichte mit Ihnen absolvieren. Und das machen wir an 1 bis 2 Präsenzwochenenden pro Semester. Also im ersten Semester haben Sie noch kein verpflichtendes Präsenzwochenende, aber dann im zweiten fangen Sie an mit den Untersuchungstechniken. Und im dritten und im vierten Semester brauchen wir 2 Wochenenden, nämlich Erste Hilfe und die Injektionstechniken. Und im fünften Semester circa 4 Wochenenden für einen großen Anamnese-Untersuchungskurs und für die mündliche Prüfungsvorbereitung. Ja, also das so an circa Zahlen für diese Ausbildung. Ne, da ist es auch ganz wichtig, dass Sie sich als Klasse praktisch mal treffen und mal kennenlernen und sich mal live und in Farbe auch sehen. Und die restlichen Dinge werden online abgewickelt, wie gesagt, an diesen Abenden Dienstag und Donnerstag. Und wir sind trotzdem bemüht, auch bei den Online-Klassen so eine Art virtuelles Klassenzimmer auch herzustellen, also wo die Schüler sich wirklich dazu schalten, wirklich im Unterricht auch mitarbeiten und Fragen stellen und auch ihre Erfahrungen schildern durchaus. Ja, und das klappt eigentlich auch immer ganz gut bei den Online-Ausbildungen. Mit den Ferien sieht es ähnlich aus wie in der Freitagsklasse. Wir orientieren uns an den bayerischen Schulferien, können die nicht ganz und gar geben. Also besonders nicht im Prüfungsvorbereitungssemester, aber schon in sehr großen Teilen. So, die Tagesausbildung startet einmal im Jahr im Herbst.
Jetzt habe ich hier gerade den 17. Oktober 2023, genau, das ist die vergangene. Und am 15. Oktober 2024 wird die nächste starten. Es ist aber noch möglich, in die 23er-Ausbildung mit reinzuschlüpfen. Da müssten Sie relativ schnell sein, weil die sind auch schon bei Herz-Kreislauf jetzt angekommen. Also zu viel sollte man da nicht verpassen. Aber wer dann noch akutes Interesse hat, einfach gern morgen anrufen. Ja, genau. Hier ist es so, dass Sie zwar den gleichen Unterrichtsstoff und die gleichen Stundenzahlen haben wie in den längeren, also in den fünfsemestrigen Ausbildungen. Sie haben aber öfter Unterricht, nämlich dreimal in der Woche, Montag, Dienstag und Mittwochvormittag jeweils. Und Sie kommen auf diese Weise schneller durch. Die Ausbildung ist natürlich auch intensiver und die Aufteilung sehr ähnlich. Also erstes Semester wieder Grundlagen, Einstieg, wie funktioniert der Körper, zweites bis viertes Semester, was funktioniert alles nicht häufig. Welche Erkrankungen gibt es? Infektionserkrankungen, Gesetzeskunde und so weiter. Die erwähnten Untersuchungstechniken, die Erste Hilfe und die Injektionstechniken, das alles spielt sich im zweiten bis vierten Semester ab. Und im, nee, Quatsch, im zweiten und dritten Semester ab. Das ist hier falsch. Entschuldigung, bitte. Ich schicke Ihnen morgen eine korrigierte Variante. Da sind wir jetzt durcheinander gekommen in der Tagesausbildung. Genau. Und dann das vierte Semester wäre die Prüfungsvorbereitung. Ja, entschuldigen Sie bitte die Verwirrung. Die Tagesausbildung ist auch wieder als Hybridunterricht konzipiert. Also auch hier ist Präsenz gern gesehen und Sie sind immer herzlich willkommen. Aber wenn es eben nicht geht oder die Kinder bedürfen der Betreuung oder was auch immer, dann können Sie sich natürlich auch online in den Unterricht dazuschalten. So. Sie haben jetzt immer schon gesehen hier bei der Freitagsausbildung und bei der Abend-Online-Ausbildung, dass hier auf der rechten Seite immer steht, es ist auch in Modulen buchbar. Was ist damit gemeint? Das ist etwas Neues, was wir ausprobieren, um für Sie eine noch höhere Flexibilität auch zu ermöglichen. Sie haben die Möglichkeit, sich die Semester sozusagen einzeln zu buchen. Also Semester 1, das Grundlagensemester wäre Modul 1, die Krankheitslehre dann Modul 2, 3 und 4. Also es entspricht auch den Semesterzahlen. Ja, also das ist alles möglich und das bieten wir insbesondere an für Teilnehmer, die eine sehr, sehr große Flexibilität haben möchten in ihrer Heilpraktiker-Ausbildung und auch noch nicht wissen, ob sie alle Semester wirklich nacheinander richtig absolvieren können. Ja, also häufig ist es ja so, da ist der Arbeitsrhythmus doch mal unterbrochen oder man muss für einige Monate ins Ausland und kann der Ausbildung nicht mehr so folgen, wie es eigentlich nötig wäre. Und für diese Teilnehmer ist die Modulbuchung gut geeignet, können sich praktisch immer ein Semester buchen und sind dann wieder frei in Anführungsstrichen, wie sie weitermachen. Genau. Für alle, die sich aber relativ sicher sind, dass sie die Heilpraktiker-Ausbildung wirklich nahtlos durchziehen werden und dass das alles funktionieren wird, ist die Gesamtbuchung wirklich vorteilhafter. Sie haben es hier auch gesehen bei beiden Ausbildungen, der Freitags- und der Online-Abendausbildung, dass Sie auch einen nicht zu unterschätzenden Preisvorteil haben, wenn Sie die Ausbildung wirklich als Gesamtkonzept buchen. Ja, aber wir wollen das trotzdem ermöglichen. Also wenn das schon absehbar ist jetzt für Interessenten, dass sich ihre Lebenssituation sehr
ungleichmäßig entwickelt, dass es da zu Störungen oder Veränderungen kommen wird, eben die Ausbildung auch flexibel zu buchen. Das ist mit den Modulen gemeint und das finden Sie auf der Website, wenn Sie auf Heilpraktiker gehen, beim ZFN Einzelmodule Heilpraktiker-Ausbildung heißt das. Wenn es dazu Fragen gibt oder so, einfach gern auch anrufen oder mal vorbeikommen. Genau, das ist möglich sowohl bei der Online-Abendausbildung als auch bei der Freitagsausbildung. So, wir waren ja bei der Tagesausbildung stehen geblieben und da ist es so, dass wir uns, weil in unserer Tagesausbildung eben auch wirklich viele Eltern sich befinden mit kleineren Kindern, uns da etwas rigoroser noch an Ferien und Feiertage halten. Ja, also da versuchen wir wirklich die bayerischen Schulferien komplett einzuhalten in der Tagesausbildung. So, gibt es erstmal noch Fragen? Gut, dann mache ich mal weiter. Wer von Ihnen hat denn schon medizinische Vorbildung? Wer hat denn schon einen medizinischen Beruf? Gut. Vielen Dank. Sind Sie Physiotherapeutinnen oder Krankenpfleger? Wollen Sie das in den Chat schreiben, eventuell? Genau, ich werde eingehen jetzt auf die Intensivausbildung. Die nennt sich MetaP in unserem Hause, die wirklich konzipiert ist für Menschen, die bereits medizinische Berufe haben. Das ist eine, oh, Notaufnahme, okay, Zahnärztin, gut, herzlich willkommen. Eine Ausbildung, die auf Sie zugeschnitten ist, weil sie Zahntechnikerin auch, okay. Weil sie einfach die Grundlagen wirklich voraussetzt. Also wir gehen in der Ausbildung nur noch rudimentär auf anatomische und physiologische Grundlagen ein. Also nur, dass man es nochmal ganz kurz das Wichtigste gehört hat. Aber eigentlich sind wir sofort drin in der Krankheitslehre. Ja, die MetaP ist größtenteils auch eine Online-Ausbildung, erstreckt sich auf 3 Semester und der Unterricht findet hauptsächlich mittwochabends von 18 bis 21:15 Uhr statt. Da haben Sie Ihre Live-Webinare, wo Sie sich eben auch live dazuschalten können, auch gern mit Kamera und Mikrofon und direkt interagieren können. Das Schöne an der MetaP-Ausbildung ist auch, dass viele von Ihnen unterschiedlichste Praxiserfahrungen natürlich gemäß Ihrem Ursprungsberuf haben und natürlich immer sehr, sehr viel auch beitragen können zu den einzelnen Themengebieten. Das ist immer ganz interessant für die anderen Mitschüler und aber auch für die Dozenten natürlich. Genau. Und auch diese Ausbildung wird unterfüttert von praktischen Unterrichten, also von Präsenzwochenenden. Darauf gehe ich noch mal genauer ein. Die Ausbildung beginnt jedes Semester, also im Frühjahr und im Herbst. Ich habe hier die Termine schon für 2024. Das wird der 13. März sein für die Frühjahrsausbildung und der 16. Oktober für 2024. Ja, die Ausbildung jetzt im Herbst 23 ist bereits also ausgebucht. Dort können wir leider keinen nachträglichen Einstieg mehr ermöglichen. Wie gesagt, die Ausbildung ist straffer gestaltet als in der regulären Heilpraktika-Ausbildung, weil sie natürlich andere Voraussetzungen mitbringen. Wir gehen die klinischen Fächer Stück für Stück mit Ihnen durch und flankieren das gleich mit auch mit Fragenkatalogen, mit
bereits vorgekommenen Prüfungsfragen in der schriftlichen Prüfung. Schwierige Fragen werden auch in den entsprechenden Unterrichten besprochen. Ja, auch Sie haben die praktischen Fächer mit dabei, auch Differentialdiagnose und natürlich auch das mündliche Prüfungstraining. So, das schauen wir uns jetzt nochmal en Detail an. So, ich hoffe, Sie können das alles einigermaßen lesen, weil die Schrift dann natürlich doch recht klein wird auf den Folien. Also im ersten Semester, wenn Sie jetzt im Frühjahr 2024 starten würden, wären dies Ihre Themen, also Kreislauf-Gefäßerkrankungen, Kardiologie, Atemwegserkrankungen, also die ganz, ganz wichtigen Dinge zuerst, Hämatologie, Nephro, Urogynäkologie und die Orthopädie. Genau, die für Sie jetzt natürlich auch interessant ist, da Sie, wie ich sehe, nicht Physiotherapeuten sind und Sie hätten im ersten Semester als Präsenzwochenende die Erste Hilfe und die Notfallmedizin, ja, an einem Samstag und Sonntag. Im zweiten Semester geht es dann weiter mit Gastroenterologie, Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen, der ganz wichtigen Neurologie und den Augen- und Ohrenerkrankungen, also Erkrankungen der Sinnesorgane, das ist auch für die anderen Teilnehmer relevant, werden auch in den Prüfungen immer mal wieder nachgefragt. Also jetzt in der letzten Oktoberprüfung kamen relativ viele sogar Augen- und Ohrenerkrankungen in der schriftlichen Prüfung. Genau, und im zweiten Semester ist Ihr Präsenzwochenende, dreht sich Ihr Präsenzwochenende um die Injektionstechniken. So, und das dritte Semester, da bewegen Sie sich ja geradewegs dann auf die Prüfung zu. Dort haben Sie nochmal die Dermatologie und noch so ein bisschen allgemeine Pathologie, was aber auch ganz wichtig ist und was in allen Ausbildungen mit dabei ist, ist die Psychiatrie. Es gibt immer einen gewissen Prozentsatz in den schriftlichen Prüfungen, der sich wirklich um das Themengebiet der Psychiatrie dreht. Dort kommen auch immer mehr Fragestellungen, weil das eben in der HP-Praxis auch wirklich ein aktuelles Thema ist. Genau, auch Sie haben die Infektionskrankheiten mit in Ihrer Ausbildung dabei, auch Berufs- und Gesetzeskunde. So, wir schauen uns, na, die Laborparameter nochmal genau an, Differentialdiagnose. Und Sie haben im letzten Semester zwei Präsenzwochenenden für einen großen Anamnese-Untersuchungskurs und dann weitere Präsenzzeiten auch für das mündliche Prüfungstraining. Ja, das ist immer abhängig von dem Kurs, den Sie belegen und wo Sie Ihre Prüfung machen, ob das Wochenenden sind oder ob das eine Freitagabend-Sonntagskombination ist. Das werden wir dann im Laufe der Ausbildung abklopfen. Also das mal so als Rundumblick, was Sie in der Ausbildung haben. Astrid, ja? Ja, ich habe mal eine Frage, und zwar, das ist ja jetzt schon eine Weile her, diese ganze Anatomie. Das ist ja bei uns jetzt nicht inbegriffen, aber haben wir da irgendwie einen Katalog oder was wir dann, wie weit wir in die Tiefe gehen müssten, was wir wissen müssen von der Anatomie? Ja, also darüber können wir auch noch mal gesondert sprechen. Wir geben Ihnen auch Literaturhinweise, wie Sie sich noch mal einlesen können in die Anatomie. Wichtig ist immer zu wissen, dass Sie als Heilpraktiker natürlich nicht so tief reingehen wie müssen wie ein Medizinstudent. Ja, also was wir Ihnen auch anbieten können, ist eben das Grundlagen-Skripte-Paket, also was bei uns in der regulären Ausbildung im ersten Semester verabreicht wird. Das sind so ja, so 14, 15 Skripte, das können Sie gegebenenfalls auch erwerben, ja, wenn Sie sich ganz unsicher sind. Aber das sind so Sachen, die kann man im persönlichen Gespräch auch noch mal gut abklären. Aber da geben wir Ihnen auf jeden Fall Hilfestellung. Okay, danke. Gerne.
Die Marcella fragt, ob es die Möglichkeit gibt, ein Präsenzwochenende nachzuholen, wenn man nicht teilnehmen kann. Ja. Kurzum, ja. Die Möglichkeit gibt es. Sie erfahren die Termine immer relativ frühzeitig. Also ich plane immer so von Semester zu Semester und kündige Ihnen das immer an, wann Ihr Präsenzwochenende sein wird. Aber wenn Sie mal nicht können oder wenn Sie kurzfristig erkranken, finden wir auch eine Möglichkeit, wie Sie das irgendwie nachholen. Entweder in einer dieser regulären Heilpraktika-Ausbildungen oder aber im Folgesemester, dass Sie dort den Stoff entsprechend nachholen können. Ja, das ist übrigens auch für die, die sich für die Abend online, für die reguläre Ausbildung interessieren, relevant. Also wenn da irgendwie mal ein Präsenzwochenende nicht besucht werden kann, dann schauen wir dann auch nach einer Alternative. Genau. So, gibt es noch weitere Fragen? Erstmal nicht. Die andere Möglichkeit ist, wenn Sie bereits über medizinische Vorbildung verfügen, aber sich noch nicht so ganz sicher sind, hier an dieser Stelle quer einzusteigen in das zweite Semester der regulären Ausbildung. Ja, also die ist etwas gemächlicher als die MetaP-Ausbildung. Sie überspringen aber auch das Semester mit den Grundlagen. Die werden allerdings jetzt in der regulären Ausbildung vor den klinischen Fächern auch immer ein bisschen intensiver nochmal wiederholt. Und das ist generell immer auch eine Möglichkeit für Sie, selbst wenn Sie sich für die MetaP entscheiden und Sie merken, Sie kommen da irgendwie ein bisschen ins Straucheln, ob man nicht eine Alternative für Sie sucht in der regulären Ausbildung mit dem Quereinstieg. Ja, genau. Um herauszufinden, welche Ausbildung jetzt für Sie die richtige sein könnte, ist es möglich und da freue ich mich auch drauf, dass Sie Gast hören in den Ausbildungen, auch gerade wenn Sie so schwanken zwischen regulärer Ausbildung und MetaP-Ausbildung, durchaus in beiden Ausbildungen mal Gast hören, um das so ein bisschen zu fühlen, um da ein Gespür zu entwickeln, was das Richtige für Sie wäre und auch für alle anderen ohne medizinischen Vorkenntnisse. Es ist natürlich vorteilhaft, mal einen Schnupperunterricht mitzumachen oder wenn Sie vielleicht für die Freitagsausbildung sich interessieren, mal auch reinzukommen, direkt ans ZFN, uns mal zu besuchen, mal einen Tag mit der Klasse mitzumachen. Ich nehme mir dann in der Regel auch Zeit noch für ein persönliches Gespräch, dass man Fragen individuell noch abklären kann. Also dazu kann ich Sie nur herzlich einladen, dass Sie das in Anspruch nehmen, um für sich eine gute Entscheidung zu treffen, ja, und die richtige Ausbildung auch zu finden. So, sollten Sie sich wieder erwarten, doch für eine andere Schule entscheiden. Gibt es immer die Möglichkeit, bei uns erstmal einzelne Module natürlich auch zu belegen aus der Heilpraktika-Ausbildung, also bestimmte Dinge hier noch ein bisschen zu intensivieren. Es gibt aber insbesondere die Möglichkeit, hier die Prüfungsvorbereitung mitzumachen im letzten Semester am ZFN in der Heilpraktika-Ausbildung. Das letzte Semester ist ja etwas länger durch die mündliche Prüfungsvorbereitung, deshalb steht hier 7 Monate. Und da gibt es immer die Möglichkeit, eben auch zu quer einzusteigen, sozusagen in das fünfte Semester der regulären Ausbildung, beziehungsweise in das vierte der Tagesausbildung. Ich habe hier mal, für wen es vielleicht interessant ist, wer sich den Infoabend vielleicht in der Aufzeichnung anguckt, die Termine für die Vorbereitung auf die Oktoberprüfung 24 aufgelistet. Da haben wir einmal die Möglichkeit, abends online die Ausbildung zu belegen, genau mit Präsenzwochenenden oder eben in der Tagesvariante Montag, Dienstag, Mittwoch, Vormittag. Genau, wenn es dazu Fragen gibt,
Gerne einfach durchklingeln bei mir. Ich blende dann noch mal meine Telefonnummer auch ein. So, wir nähern uns langsam dem Ende unserer kleinen Infostunde. Ich möchte noch mal ein paar Dinge für Sie zusammenfassen, was für Sie vorteilhaft ist am ZFN. Das ist zum einen natürlich unsere wirklich langjährige Erfahrung mit der Prüfungsvorbereitung, auch mit der Struktur unserer Ausbildung. Also wir haben uns schon was dabei gedacht. Da steht ein didaktisches Konzept dahinter, was Ihnen nützen soll, auch wie Sie Stoff vertiefen können. Sie haben leidenschaftliche Dozenten im Unterricht, die wirklich ihren Unterricht auch mit Herzblut machen. Verschaffen Sie sich da gerne einen Eindruck bei einem Schnupperunterricht. Wir versuchen Ihnen wirklich, egal welche Ausbildungsform Sie wählen, eine hohe Flexibilität zu ermöglichen. Natürlich geht es nicht ganz ohne Struktur, aber wir versuchen eben gerade durch die Videoaufzeichnung unserer Unterrichte und so weiter auch zu ermöglichen, dass Sie immer am Ball bleiben können. Ja, also auch wenn Ihr Lebensrhythmus mal gestört wird durch unvorhersehbare Ereignisse oder Entwicklungen, dass Sie wirklich ohne Stoffeinbußen weitermachen können mit der Ausbildung. So, wir arbeiten im Unterricht ohne Druck, aber Sie haben die Möglichkeit, sich freiwillig immer wieder auch einer Prüfungssituation auszusetzen. Bei den regulären Ausbildungen ist es so, dass wir die Semester jeweils mit einer Semesterprüfung beenden. Diese Prüfung ist keine Voraussetzung, um ins nächste Semester weiterzukommen, aber es ist für Sie einfach eine, ja, früher hat man gesagt, Lernerfolgskontrolle. Es ist für Sie einfach eine kleine Messung. Okay, wie war das Semester für mich? Wie ist es gelaufen? Bin ich gut mitgekommen? Wo habe ich noch Defizite und muss noch nachjustieren? Ja, und diese Semesterprüfungen führen Sie auch peu à peu ein bisschen heran an diese Art und Weise, wie die Amtsarztprüfungen gestaltet sind. An diesen Multiple-Choice-Test, also die sind genauso auch aufgebaut mit 60 Fragen, damit Sie sich an die Prüfungssituation gewöhnen. Denn der ein oder andere hat vielleicht ein bisschen auch Schwierigkeiten mit Prüfungssituationen. Ja, auch in der Meta-P haben Sie die Möglichkeit, dann am Ende Ihrer Ausbildung an einer Generalprobe teilzunehmen für die schriftliche Prüfung hier am ZFN idealerweise und wirklich mal ein, zwei Live-Prüfungen simulierte hier direkt mitzumachen. Auch mit Störgeräuschen und allem. In Münchenstadt war es dieses Mal so im Oktober, dass leider vorm Kolbinghaus die ganze Zeit der Presslufthammer bohrt während der schriftlichen Prüfung. Also es ist nicht immer so eine ganz entspannte Atmosphäre und besser man trainiert davor ein bisschen. Wir versuchen in unseren Klassen wirklich eine Art Klassenverband entstehen zu lassen, in denen sich auch Freundschaften und vor allem auch Lerngruppen bilden können. Es hat sich hier auch schon so manche Praxisgemeinschaft gefunden im Unterricht. Und wir möchten schon gern, also dass Sie in einer guten Atmosphäre auch lernen. Ja, das ist ganz wichtig, der Spaß und die Freude an dieser ganzen Sache. Sie wollen natürlich Ihren Traumberuf verwirklichen und die Ausbildung ernsthaft in Angriff nehmen. Aber das gelingt am besten, wenn Ihnen die Sache wirklich Spaß macht und wenn Sie ein bisschen soziales Miteinander auch haben. Gerade so dann in den praktischen Unterrichten, wenn Sie vielleicht noch nie eine Spritze in der Hand hatten oder so ein bisschen nervös sind, dann ist es ganz schön, wenn man sich schon ein bisschen vertraut ist und ein bisschen sich kennt. So, was haben wir noch? Service, der von Herzen kommt. Das ist also unsere Seite. Das sind wir. Sie haben hier am ZFN immer einen Ansprechpartner. Ja, das ist wichtig für Sie zu wissen. Für den Heilpraktikerbereich bin ich das und meine
Mitarbeiter, die Sie dann auch kennenlernen werden. Wir sind tatsächlich hier auch vor Ort. Das heißt, wenn Sie hier Unterricht haben, werden Sie uns treffen und wenn Sie was auf dem Herzen haben, kommen Sie gern zu mir ins Büro und wir können wirklich über viele Dinge auch sprechen, beziehungsweise wenn es irgendwie zu unvorhergesehenen Änderungen kommt bei Ihnen, das auch in Ruhe ausloten, was für Lösungen wir da anbieten können. Genau. Unsere Verträge sind transparent gestaltet. Das ist auch ein wichtiger Punkt für mich, nochmal anzusprechen bei den Vertragsbedingungen und vielleicht auch für Sie, wenn Sie die verschiedenen Ausbildungen auch vergleichen bei den Schulen. Bei uns ist es so, dass ich immer sage, Sie sind nicht mit uns verheiratet, wenn Sie einen Ausbildungsvertrag abschließen. Sie haben zu jedem Semesterende die Möglichkeit zu unterbrechen oder zu kündigen oder notfalls auch die Ausbildung zu wechseln, die Ausbildungsform zu wechseln. Sie haben eine zweimonatige Kündigungsfrist zum Semesterende hin. Ja, aber Sie bleiben dort flexibel. Und in den ersten 4 Ausbildungswochen gibt es auch so eine Art Sonderkündigungsrecht. Das können wir gern nochmal auch im persönlichen Gespräch besprechen. So, hier nochmal alles auf einen Blick. Zum Schluss möchte ich gern nochmal meine Kontaktdaten einblenden. Wie gesagt, ich kann Sie nur einladen, also wenn sich jetzt noch Fragen stellen oder Sie gern bei einem Schnupperunterricht auch live dabei sein möchten, mich zu kontaktieren. Also ich bin morgen so ab 9:30 sicher wieder im Büro und auch fast den ganzen Tag erreichbar. Also seien Sie gern dabei, lernen Sie uns gern etwas besser kennen und häufig ergeben sich noch Fragen auch während des Probeunterrichts oder so im Laufe der Zeit, wenn man die ganzen Informationen langsam sacken lässt, dass dann noch Fragen aufploppen. Und dann können Sie sich gerne bei mir melden oder auch eine E-Mail schreiben. Genau. Ansonsten ist es so, dass alle Ausbildungen buchbar sind auf unserer Website, online buchbar. Also wir haben keine Anmeldeformulare oder sowas mehr. Und zwar auf www.zfn.de unter Heilpraktiker. Und wenn Sie sich dann weiterklicken zur Heilpraktiker-Ausbildung, dort finden Sie auch die aktuellen Ausbildungen fürs Jahr 2024. So, die Michaela hat schon auch noch eine Frage gestellt. Genau, also es geht um die Online-Ausbildung ab dem April 2024, also um die reguläre Ausbildung mit den 5 Semestern. Wie viele Präsenzwochenenden werden es insgesamt sein? Also Michaela, es wird so sein, im zweiten und dritten Semester jeweils ein Wochenende, im vierten Semester sind es 2 Wochenenden, im fünften sind es 2 Anamnese und Untersuchung und dann brauchen Sie wahrscheinlich noch mal 2 Wochenenden oder 2,5 für die Prüfungsvorbereitung, die mündliche. Da kommt es wieder darauf an, an welchem Prüfungsort Sie sind, ob Sie direkt hier in München Stadt wohnen oder etwas weiter im Umland oder ganz vielleicht auch gar nicht in Bayern. Ja, da kommt es dann auf diesen Kurs drauf an. Ja, also ich ziehe jetzt ihn nochmal zusammen. Zweites Semester ein Wochenende, drittes Semester auch ein Wochenende, viertes Semester 2 Wochenenden und im fünften Semester circa 4 Präsenzwochenenden. Also insgesamt ungefähr 8. Ja, Sie können sich die Infos vielleicht auch nochmal detailliert angucken auf der Website, wenn Sie die Ausbildung aufblättern. Da steht auch nochmal einiges drin, was in den einzelnen Semestern vorkommt. Genau. So, ich würde mich an dieser Stelle herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Es wird jetzt so sein, ich schalte jetzt die Aufzeichnung ab.
Ja, und bleib aber noch ein bisschen online hier im virtuellen Raum, falls Sie jetzt doch noch eine Frage haben, die ein bisschen individueller ist, die Sie jetzt nicht so öffentlich stellen möchten oder so, haben Sie immer noch die Gelegenheit, mich anzusprechen. Ansonsten sage ich herzlichen Dank und ich hoffe, wir sehen uns dann vielleicht wieder oder mal richtig. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.